Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an schlecht verkaufte Nintendo-Konsolen denkt? Höchstwahrscheinlich der GameCube und die Wii U, die sich im Vergleich zum Rest kaum durchsetzen konnten. Dabei sind es bei weitem nicht die schlecht verkauftesten Konsolen, die Nintendo je herausgebracht hat. In den späten 70ern stieg Nintendo mit der Color TV Game Serie ins Konsolengeschäft ein, das damals noch extrem unbekannt war. Die ersten beiden Konsolen der Serie, Color TV Game 6 und 15, benannt nach der Anzahl ihrer verfügbaren Spiele, verkauften sich jeweils unter 1 Million Mal, was aber für damals sogar noch sehr erfolgreich war. Die nächsten beiden Konsolen, Racing 112 und Block Huzu, Sushi hingegen mussten gegen eine größere Konkurrenz ankämpfen und man vermutet für das Racing 112 Verkaufszahlen in Höhe von nur 160.000 Einheiten. Doch die seltenste Nintendo-Konsole ist das Computer TV Game, die fünfte Konsole dieser Serie. Sie war extrem teuer und konnte nur das Brettspiel Othello simulieren. Es war mehr für Unternehmen gedacht, die die Konsole beispielsweise im Wartezimmer zur Überbrückung von Wartezeiten anbieten konnten, was es zur seltensten Konsole von Nintendo macht. Sogar so selten, dass man nicht einmal Verkaufszahlen finden kann.